Was ein stadionreifer Empfang. Dabei ist das gar nicht die WWK Arena. Wie auch in den letzten Jahren sind die FCA-Profis wieder in der Region unterwegs. Das Ziel, allen Erstklässlern in Augsburg Stadt und Land einen guten Schulstart zu wünschen und sie mit einigen Geschenken zu überraschen. An insgesamt 55 Schulen war die Freude groß. Wie auch hier an der Drei-Augen-Grundschule in Oberhausen. Glückliche Kinder, wohin das Auge reicht. Das ist erstmal ein extrem schönes Gefühl, weil ich weiß, als ich in dem Alter war, war ich so fußballverrückt und so fußballbegeistert. Ich habe mich auch über jeden Besuch gefreut. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen auch an die ganzen Kinder, dass wir nah sind und doch nichts anderes sind als alle anderen Menschen auch. Und darüber sind wir froh, das machen zu dürfen. Und deswegen es ist, glaube ich, ein ganz schöner Vormittag. Für die kleinen Fußballfans hat Demirovic jede Menge Geschenke im Gepäck. Turmbeutel und Autogrammkarten sind hoch im Kurs. Als Torwart hat der FCA-Profi jetzt schon keine Chance gegen die kleinen Kicker. Aber auch die Kinder empfangen den Stürmer nicht mit leeren Händen. Also ich glaube, die Kinder waren sehr aufgeregt, haben sich vorbereitet, haben Lieder geübt, haben gebastelt und Plakate sind entstanden dabei und alle haben unterschrieben. Bei einigen wahrscheinlich noch schwierig, weil sie ja Erstklässler sind. Aber ich glaube, die Aufregung war insgesamt sehr groß. Für die Grundschüler in und um Augsburg ist die traditionsreiche Aktion, die der FC Augsburg bereits seit 10 Jahren durchführt, ein echtes Highlight zum Schulstart. Er erzählt, wie viel er Jahre alt ist und ihren Namen. Sehr gut, das stimmt. Also er hat eine Sporttasche mitgebracht und da grüne Wandsache. Das war spaßig. Bevor es mit dem Unterricht weitergeht, haben die ABC-Schützen noch Zeit, Fragen zu stellen. Wann hast du angefangen, Fußball zu spielen? Oder wie viele Stollen hat ein Fußballschuh, wollen die Kinder wissen? So viele Fragen antworten. Ich weiß, wie viele Schwester, wie viele Brüder hat jedes Kind. Und habe ich auch gehört, dass die oft schon Fußball spielen mit der Schwester und Bruder oder in die Schule. Das ist ja gut, dass die in Bewegung sind. Und natürlich mit Fußball noch schöner für uns alle. War ein sehr schöner Vormittag für mich. Vielleicht sehen sich die Erstklässler und die FCA-Profis schon bald in der WWK-Arena wieder. Aber bis dahin wird erstmal fleißig die Schulbank gedrückt.